Und genau damit heiße ich euch herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Cyberpunk. Ladies und Gentlemen, ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch hoffentlich viel Spaß. Denn, wie ihr schon mitbekommen habt, ist die Space Force One mitten in Dogtown abgestürzt und sie wurde dabei sogar von Raketen geschossen und mit ihr an Bord Miss Myers, die Präsidentin, die auch noch am Leben ist. Aber wir befinden uns jetzt mitten in dem Wrack, das tatsächlich komplett unter Beschuss steht, Ladies und Gentlemen. Und ich habe das letzte Mal versucht, uns einen Weg rauszubahnen, muss aber sagen, ich habe es nicht geschafft. Ich hoffe sehr, dass es heute dann ein bisschen besser aussieht, Ladies und Gentlemen. Wir müssen uns vor allen Dingen, glaube ich, auf diese sehr, sehr große Einheit konzentrieren, die uns da gefühlt irgendwie das ganze Blech über dem Kopf wegschießt und dass Miss Myers hoffentlich nicht stirbt. Ich weiß nicht, ob das machbar ist, weil sonst wäre die Quest tatsächlich auch vorbei. Guckt am besten gar nicht so richtig hin. Es war ein Arbeitstag und nicht nur meine Seele hat schon meinen Körper verlassen, alles hat meinen Körper verlassen. Ich bin nur noch ein einzelnes Wrack, wie das Wrack, wo wir gleich stehen werden, weil um 4 Uhr aufgestanden haben wir es jetzt 20.18 Uhr. Also theoretisch ist bei mir schon wieder, bin ich eigentlich fast jetzt so ein bisschen im Delirium, Ladies and Gentlemen. Ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler, was sich im Spielen und vor allen Dingen im Denken auswirken wird. Ich denke schon, weil ihr hört ja, ich kann doch nicht mal mehr richtig reden. Aber meine nächsten 2 Wochenenden sind so unfassbar vollgepackt, dass ich jetzt da durch muss und hoffentlich produktiv, gut Sachen produzieren kann. Das ist willkommen im Leben eines YouTubers mit einem Job. Ladies and Gentlemen, so, wir hören auf, drumherum zu laberababern und viel Spaß. So, weil die Geschichte geht nämlich gleich los. Deswegen mussten wir das Ganze jetzt im Pausenmodus machen. Ich habe das letzte Mal gesehen, dass wir hinter uns relativ viele Munitionskisten haben und die sammeln wir jetzt erstmal ein, Ladies and Gentlemen. Ich habe ein bisschen was an den Settings verändert. Gebt mir da sehr, sehr gerne Feedback. Ich habe zum einen jetzt das Raytracing einmal eingeschaltet, um zu gucken, wie sich die ganze Geschichte verhält. Und auch an dem Problem mit der Dunkelheit habe ich ein bisschen was gemacht. Ich habe minimal heller gestellt, damit es mir nicht ganz so dunkel ist. Ich muss noch gucken, wie das dann am Ende rauskommt. Ich gebe keine Garantie, dass es jetzt eine Verbesserung war. Vielleicht war es eine Verschlimmbesserung. Ich weiß doch nicht, Ladies and Gentlemen. Wir gucken mal. Also, ich habe jetzt einiges eingesammelt und ich lege los. Warte. Ich habe nämlich echt Schiss, ne? So, also pass auf. Wir müssen uns auf jeden Fall mit ducken. Das erste kann jetzt noch richtig kacke aussehen, glaube ich. Warte mal, ich glaube, klüger ist es. Die anderen Waffen loszulegen. Weil wir müssen. Ah, war nicht das da? Die hier. Weil wir da einfach schneller mehr Schuss haben. Aber wenn die so blöd zur Seite zieht. Ja, das ist halt echt nicht meine Mission. Wir hängen hier an so einem dämlichen No Point of Return quasi, wo wir weder raus noch rein können. Müsste aber hier diese hässlichen Tech-Einheiten erstmal irgendwie wegkriegen. Ich muss gucken, dass ich überlebe. Schwierig. Also, Real-Life-Struggle, Freunde. Wir müssen gucken, dass sie uns jetzt nicht die Rübe hier komplett wegballern, sonst haben wir nämlich ein dezentes Problem der anderen Art und Weise. Ja, mach das. Vielleicht. So. Vielleicht sollten wir da das Feld erstmal aufräumen. Ich habe halt Angst, dass der uns gleich hier jetzt das Dach über dem Kopf weg, komplett wegschießt, ne? Dann haben wir ein dezentes Problem. Einfach ein dezentes Komplettproblem, ne? Ich täte mich ja schon ein bisschen beruhigter, wenn er da jetzt erstmal weg ist. So, das war jetzt gar nicht so schlecht. Und jetzt können wir gucken, wo die anderen Dudes rumgammeln. Steht hier noch ungefähr? So, da haben wir einen. Zack. Unsaubere? Wie unsauber? Das war der Headshot. Was willst du denn von mir? Mach es besser. Mach es besser. Also, wir haben jetzt 2 direkt hier unten. Einen haben wir da. Ich finde es blöd, dass ich immer wieder aus meiner Deckung rauskomme. Da ist auch irgendwas, was mir nicht gefällt. Der Dude hier.
Ich mach mal überhitzen, weil überhitzen immer eine gute Idee ist. Oh, Alter. Mann! Scheiß Nachladen. Ja, aufgefressen jetzt hier. So, da hat sich einer schon bis nach vorne ran gewagt. Ihr müsst halt echt aufpassen, ne? Wenn die uns killen, dann gute Nacht. So, gerade noch beim Bruderspringen erwischt. Nee, mach mal nicht jetzt so aufmerksam auf dich, Lady. Das ist kein guter Plan. Ich darf die Lampen da ausschalten. So, du weißt? Weißt du, er steht direkt vor der Nase und wir rein. Frage ist halt, warum die jetzt alle hier so ein Auge auf sie machen, was da los ist. Weißt du? Ich hab jetzt bei uns gerade eine Granate reingeworfen. Ey, wenn das Ding rausschießt. Lass mal ein bisschen andere Waffen noch mit einsetzen. Und ich nehme mal ein bisschen Burnout. So. Jetzt halt echt gucken, wie ich meine ganze Technik so ein bisschen einsetze. Warte mal, während sie hier noch nachlädt. Wahrscheinlich könnten wir auch raus, aber es ist jetzt am besten, wenn wir hier so ein bisschen in unserem Versteck bleiben. Leider, wir haben jetzt gar keinen mehr im Start, oder? Also es war auf jeden Fall ein Speicherpunkt. Yay, Flucht aus Dogtown. Songbird, bist du da? Mega. B, ich bin Status. Wir beide sind noch am Leben. Okay. Geh zu dem leeren Gebäude in der... Elizabeth Crest, schon klar. Ich bin nicht senil. Da kann man gut untertauchen. Keine Wärmesignaturen. Steht also leer. Niemand da. Und jetzt Bewegung. Ey, crazy. Geil. Okay, Freunde. Also, bring Meyers in Sicherheit. Das werden wir tun. Wir werden natürlich auch jetzt die Sachen erstmal einsammeln. Zerquetschte Leiche. Krafteinwirkung 9 Newton? Oder 9000 Newton. 9000 Newton, ne? Okay, krass. Müsste man das Ganze nur noch umrechnen? Also, die Mathe-Genies von euch rechnet das mal um und setzt das in Relation zu Krafteinheiten, die man so kennt. Schwere Schäden an der vorderen Brustwand. Erstickung durch kollabierte Lunge. Ja, weil, ne? Quetschung. Nicht gut. So, jetzt sammeln wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen Zeugs ein. Gucken uns aber hier noch ein bisschen um. Es ist dunkel wie im Kuharsch. Also wirklich heller geworden ist da nix. Ich hätte ja nicht gedacht, dass wir die jetzt hier hinkriegen, ne? Sag mal nicht. Also war ich das letzte Mal noch ein bisschen mehr müde als jetzt. Gut. Finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es jetzt schaffen. Muss ich dazu ganz ehrlich gestehen und sagen. Ich glaube, wichtig da, dass wir diesen riesen, diesen großen Tech, dass wir die jetzt geschafft haben. Weil der hätte uns, glaube ich, sonst das ganze Metall oben weggeschossen. Es ist so dunkel. Ich wünsche mir ein helleres Spiel. Und ich fand eure Kommentare ja wirklich Zucker. Sie haben so viel reingebracht, aber an Nachtsichtgerät, ne, haben sie nicht gedacht. Vor allen Dingen, das Einfachste wäre ja, das nicht nur eine Waffe irgendwie als Mod zur Verfügung zu stellen, sondern einfach als Cyberware? Als Augen? Als Upgrade für die Augen? Das wäre so easy gewesen. Und oh mein Gott, ich habe spannende Artikel gelesen. Das werde ich euch nachher auf jeden Fall mal... ich bin hier irgendwo fest, weil ich einfach nichts sehe. Nachher mal berichten von puncto Entwicklungskosten des DLCs alleine nur. Ihr werdet ausrasten, wenn ihr die Summen hört. Das ist anders crazy. So. Wo genau muss ich jetzt hin? Ich habe das Gefühl, liegt immer noch ganz viel Stuff. Ich sehe es einfach nicht, weil es mir zu dunkel ist. Und ich habe schon heller gemacht. Das ist krass. Daher sorry, wenn ich jetzt irgendwie ganz viele Sachen irgendwie nicht finde zum Einsammeln. Das wurmt mich gerade selber. Richtig, richtig. So, das war diese große Einheit hier. Ja, mit dem Ding hätten wir... Ja, ja, ja. Das haben wir doch vorhin schon mal gehabt, wo wir es hätten einsammeln können. Ne? Und ich habe es nicht gemacht. Ach, Mist. Ärgerlich, ärgerlich. Weil das Ding... Guck mal, das Ding ist schön. Das Ding ist echt schön.
So, mich reizt es fast nochmal nach unten zu gucken. Der hat hier noch was. Hat er hier noch was? Zumindest flippt sein Fuß ganz hässlich weg. Okay, lassen wir das. Ja, so viel dazu. Ein Ohrwurm. Entschuldigung, so sollte das nicht aussehen. Ich glaube, wir müssen die Meyers erst mitnehmen, kann das sein? Wir haben die jetzt einfach irgendwie so liegen lassen, weil ich auf Schatzsuche war. Ja, ich glaube ja. Oh, warte. Ja, aber hier, wir haben hier keine Tech-Fähigkeit, also da können wir schon mal nicht rein. Das ist die andere Seite, oder? Ich sehe einfach überhaupt nichts mehr. Ich sehe gar nichts. Es ist so richtig arschendunkel. Ah ja, wir sind jetzt einmal drumherum. Okay, ja, Lady, Sie dürfen auch mitkommen. Hab Songbird dran. Ihr geht's gut. Und sie hat für uns ein Safehouse gefunden. Wo ist sie denn? Songbird. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Aber sie landet immer auf den Füßen. Ihr beide hattet ihres Glück. Vielleicht dann die. Haben wir denn verraten, wo die Alte hingelaufen ist? Soll ich raus? Ah, ja, okay. Aber war ich da nicht schon? Ich bin ein bisschen komplett verwirrt und brenne auch ein bisschen. So wie ich verwirrt bin, brenne ich. Dann renn doch nicht weg jetzt. Okay, also wir sollen jetzt hier rauskommen durch die Dunkelheit. Ich würde mir echt mal eine hellere Quest wünschen. Und die Tür meiner Nachbarn quietscht wieder. Es hat sich nichts geändert, Freunde. Es hat sich einfach nichts geändert. Ich sehe einfach nichts, ne? Das ist so ein bisschen... Ich mach mal wenigstens das aus. Dann habt ihr so minimalen Schatten. Oh ja, ich glaube, das ist schon gut. Ich glaube, das ist schon gut. Aber ich habe ja eh gesagt, mein Gesicht sieht heute sehr hässlich aus. Aber ich will ja wenigstens so ein bisschen tun, als könnte ich niemals ein bisschen spielen. Was für ein verfickter Albtraum. Ja. Meine Leute sind tot. Alle. Warum haben die auf dich geschossen? Ja. Hilft dabei, die Tür zu öffnen. Alles klar. Machen wir. Jetzt mach mal halblang. Hansen hat sie umgebracht. Nicht du. Wir haben noch Punkte, die wir vergeben müssen. Das ach, so in Dunkelheit. Ich hab's ja vermisst. Du ahnst ja nicht, welches Ausmaß das hat. Wir wurden gehackt. Also hatte Hansen Hilfe. Aus Washington. Die NUSA-Regierung weiß zweifellos von dem Absturz. Die haben die Landung in Doctown über die Satelliten verfolgt. Es sei denn, die Sache ist noch viel komplizierter. Hansen verbreitet garantiert schon seine Propaganda. Da bin ich mir sicher. Dann können unsere Leute erst recht nicht über die Grenze. Müssen wir schießen? Ist da was? Machst du dich bereit? Ich kann niemandem trauen. Ich sollte... Nicht auf mich schießen zumindest. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, reiß dich zusammen. Finde ich immer schwierig, in so einer Situation zu sagen. Auch wenn man das gerne im Affekt sagen würde. Ich nehme jetzt mal das. Ich verstehe schon. Aber denk dran, dass ich auch noch da bin. Schön, dass wir sie gleich duzen. Und Songbird. Wir holen dich aus der Scheiße raus. Du, Frau Präsidentin. Danke, wie. Wir halten uns an den Plan. Danach sehen wir weiter. Warte mal. Verdammt. Was ist denn? Hast du einen Chip im Hals? Was ist denn los? Was denn? Wenn Hansen jemanden in Washington hat, können die mich überall, jederzeit finden. Was macht sie denn jetzt? Die schneidet sich irgendwas raus jetzt. Ich hab einen Tracker. Der muss sofort raus. What? Er steckt direkt neben einer Arterie. What? Ich brauch deine Hilfe. What? Erstmal fragen wir. Die Präsidentin hat einen Tracker? Weird. Falls ich verloren gehe, man kennt's. Falls ich aus dem Weißen Haus ausbreche und mir die Nacht um die Ohren schlage. Siehste? Hilfst du mir? Geil, jetzt werde ich zur Chirurgin. Okay, aber das wird scheiße wehtun. Schmerzen sind angeblich bloß eine Frage der Einstellung. Au. Sie lassen sich unterdrücken. Schwachsinn, wenn du mich fragst. Aber wir haben keine Wahl. Schneid los.
schneiden, Dicker. Deine Feinde können dich auswählen. Sehr schade. Geht gleich offline. Nächster Halt. Dein neues Leben als Bäuerin in Grönland. Ah! Wenn es doch so leicht wäre. Sieht aus, als würdest du so einen Zettel irgendwo rausholen. Trune, beeil dich. Entdeckung. Du siehst mich einfach nicht. Wie? Ich bin da. Genau rechtzeitig. Alles noch dran? Vorerst. Ob so bleibt, ist eine andere Frage. Ich fürchte, wir müssen jetzt bestimmt gleich richtig schnell raus. Ich melde mich später. Ich hab Songbird dran. Sie sagt, wir sollen höher klettern. Evo, ist schließlich deine Stadt. Ach, ich lieb dich. Gar nichts. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich vergebe jetzt uns erstmal Punkte, weil... Nee, pass auf, wir werden jetzt erstmal speichern. Haha, muhaha. Das machen wir. Weil das so richtig schön, so richtig, richtig fantastisch schön dann einfach den Spielfluss unterbricht, Freunde, weil ich es kann, weil ich es einfach kann und weil ich auf die falsche Taste gekommen bin. Und ich nicht weiß, ob ich jetzt noch weiter aufnehme. Und da ist es so, pass auf. Habe ich gesagt, es ist Feierabend und mein Gehirn ist dezent verbraucht. Also, Ladies and Gentlemen, in was investieren wir denn jetzt? Konstitution, Reflexe, Tech-Fähigkeiten. Körperliche Kraft und ein Durchhaltevermögen. Ich bin ja fast für Konstitution, aber technische Fähigkeiten sind natürlich auch gut. Reflexe sind auch nicht schlecht. Ich entscheide mich für Konstitution. So, jetzt haben wir nämlich noch einen Vorteilspunkt, wo wir gucken müssen. Stirb, stirb, stirb. Schrotflinten, LMGs. Okay, was haben wir hier? Abrissbirne. Den haben wir noch gar nicht eingesetzt. Ich glaube tatsächlich, ja, wir müssen hier auf Punkt 15 kommen, um den oberen Teil freizuschalten. Aber Ladies and Gentlemen, wo vergeben wir jetzt noch einen Punkt? Stürmen? Ah, Blei und Stahl. Betrifft nur Klingenwaffen. Was haben wir hier? Donnerschlag. Das finde ich gut. Ich glaube, wir nehmen jetzt mal... Ach so, kann ich nicht, weil wegen... Geht nicht. Okay, gut. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas haben. Granatenladung. Oh, guck mal. 50% Aufladegeschwindigkeit für Granaten, wenn keine verfügbar sind. Das klingt zauberhaft. Das nehmen wir. So, Punkt ist verteilt. Ich hoffe, das war jetzt keine dumme Idee. Nix geht mehr. Wir laufen los. Hatte ich nicht noch gerade eine andere Waffe in der Hand? Beeilt euch. Was für Köter? Los jetzt. Gib Gas. Hm? So, pass auf. Da ist erst noch was zum Einsammeln. Sicher. Sicher durchs Gebäude. Unbequeme Brillen einladen. Das ist immer das, was ich am meisten mag. Und es ist so dunkel, Leute, ne? Es ist einfach so dunkel wie ein Kuharsch. Okay, also... Frag unseren Schutzengel, ob sie diesen Aufzug in Gang setzen kann. Also frei ist, wo alles bist okay du? Alles okay bei dir? Wo bist du gerade? Nicht in einem kühlen, gemütlichen Eisbad. Ach, was ich jetzt nicht dafür gäbe. Aber ich bin in der Nähe. Musste nur ein Nest zum Verstecken finden. Ein Nest? Pass der auf. Aufzug braucht etwas Runner-Magie-Song. Aber ist die zu? Bin schon dran. Wir durch? Nee, schade, da fehlt noch genau ein oh, Punkt. Oh, sorry, meine Magie reicht hier nicht. Wir brauchen Strom. In der Nähe gibt es einen Wartungsschacht mit einem Sicherungskasten. Okay. Folge dem Gerüst. Ich muss das Licht wieder anknipsen. Bin gleich wieder da. Da ist noch okay, was. Ich warte so lange hier. Haben wir jetzt was Zauberhaftes eingesammelt oder haben wir was Zauberhaftes eingesammelt, Leute? Das hat es oben uns auf der Karte gar nicht angezeigt, ne? Da war nichts. Es ist einfach zu dunkel, um selbst die Sachen hier zu sehen, die man einsammeln kann. Dann ist es wild, ne? Also suche einen Schacht. Da wollte ich doch sowieso rein. Da wollte ich ja sowieso rein. Ich sehe überhaupt nichts. Ich sehe einfach überhaupt nichts, Freunde. Das wird jetzt gleich richtig hässlich, aber... So, wir machen das Licht aus. Ich sehe sonst einfach nichts. Sorry.
Das wird sonst kacke. Ich sehe nämlich überhaupt nicht, was ich tue. Und blind spielen? Siehste, es war so dunkel, dass ich einfach den Schacht verpeilt habe und gegen was bin ich denn gelaufen? So, das ist Beweis dafür, ich konnte nichts. Okay, spielen wir jetzt mal ernsthaft. Ach. Nervt mich ein bisschen an mit der Dunkelheit. Ganz ernsthaft, ne? Um mal so ein bisschen rumzumeckern. Ich habe den Eindruck, da draußen sind auf jeden Fall Leute. Ich werde mal ganz vorsichtig hier vorbeilaufen. Haben wir hier irgendwas zum Einsammeln? Nö, schade. Das hätte ja sein können. Deswegen bin ich auch ein bisschen vorsichtiger jetzt. Also, auf jeden Fall noch Sachen zum Einsammeln. Das finde ich schön. Ich will jetzt erstmal noch ein bisschen Evides anschalten, ein bisschen rumgucken, was wir hier noch haben. Also, wir haben einen Splitter gefunden mit Akebono Arcade Sammlung. Was? Ja, Dinge und Informationen, die man genau an diesem Punkt unbedingt sehen möchte. Wir wünschen viel Spaß mit unserer neuen, sorgsam zusammengestellten Auswahl an Arcade-Spielen und Spielautomaten. Wir hoffen, dass diese kleine, aber dennoch ausgewählte Kollektion gefällt. Overlight, Tower of Chrome, Madman, Joe Bombastic, Blutbad 1, Blutbad 2, zwei Maschinen der zweiten Edition mit einem nicht gepatchten Glitch-Doppelsprung, ist 6 Pixel höher als normal, Blutbad 3, Herz der Walküre, Gold des Pharao mit Grafik der ersten Generation. Viel Glück und viel Spaß. Wir haben auch ein Exemplar von Die Ritter vom Mars, ein Abklatsch der ikonischen Reihe Future Warrior in der Neon-Version, sowie das sowjetische Spiel Motor Rush von 1973 bestellt. Die sollten bald ankommen. Ja, das hört sich ja nach einer fantastischen Spielauswahl an. Hier kriege ich auch nichts auf. Also wir müssen auf jeden Fall Tech-Fähigkeiten ein bisschen verbessern. Stehen hier Automaten rum? Da funktioniert aber safe keiner mehr, oder? Das wäre jetzt lustig, wenn sie jetzt erstmal eine Runde am Automaten zockt und Frau Präsidentin da stehen lässt. Feuerzeug, was geht's? Er fährt wieder. Ja, bei den Fenstern werde ich mich, glaube ich, so ein bisschen ducken, weil ich nicht weiß, was mich irgendwo wie erwartet. Hier ist noch eine Tür, die wir aufmachen können. Ah, das ist die Tür, wo wir gerade durch sind. Okay, das ergibt Sinn. Meinst du, manchmal das bin ich auch extrem dumm. Was, wenn wir stecken bleiben? Das dann finden wir gleich stecken. Raus. Wo darfst du denn hingehen? Restaurant, Empfang, nimm den Aufzug zum Obergeschoss. Obergeschoss zum Restaurant? Wir befinden uns in einem fahrenden Aufzug in einem total verlassenen Hotel. Meinst du nicht, dass das auffällt? Voll. Ach, überlassen wir den analytischen Teil Songbird. Die kleinen Scheißteile sind unruhig und haben empfindliche Sensoren. Wenn die uns entdecken, wird's schnell ungemütlich. Präsidentin und Drohnenflüsterin? Tja, manche Sachen lernt man einfach in der Armee. Es gibt nur einen todsicheren Weg an diesem Modell vorbei. Mit Geschwindigkeit. Todsicher klingt verstörend. Was meinst du mit Geschwindigkeit, Frau? Aber sonst fällt mir nichts ein. Warte. Drohne, links von dir. Oh, oh. Aber ich kann auch nichts tun, ne? Ferngesteuert. Wenn ich eingreife, verrate ich, wo ihr seid. Okay. Das wollen wir ja nicht. Im Restaurant ist ein Subnet-Zugangspunkt. Wenn du dich verlinkst, kann ich da feindliche Signale fälschen. Die also werden schnell. Die Drohnen ablenken. Wirklich schnell. Mach wenn sie meint schnell, dann schnell. Können wir hier durch? Kann halt auch voll ein Fehler sein, ne? Ich weiß halt nicht, ob diese Drohnen da nochmal kommen. Alles nur fürs Geld. Okay, ah ja, ich sehe die Drohnen, ich sehe sie. Was sind das? Ist das eine Kamera? Oh, pass auf, wir können mal kurz
Aber haben wir noch mehr Spuren? Es hätte ja sein können. Also, pass auf, wir laufen zurück. Aber hier ist jetzt, warte mal. Da ist jetzt die Drohne. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Okay, gut. So ein bisschen Stealth-Mode jetzt gefragt. Oha! Was mache ich, wenn die mich sieht? Fuck. Jetzt komme ich denn da jetzt vorbei? Durch die andere Seite, ne? Diese scheiß Tür meiner Nachbarn, Alter, das gibt's doch nicht. Wo ist sie denn jetzt hingelaufen, die Frau? Mann. Ölt eure Tür. Ich muss auf jeden Fall irgendwie runter. Ah, ich komme hier nicht durch. Ach, fuck. Aber was mache ich denn jetzt? Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Ach, da muss ich hin. Da muss ich hin. Ich komme da nicht durch. Ich komme da nicht durch. Fuck. Mist. Ja, ich komme nicht durch. Scheiß die Wand an. Mist. Dreck. Wenn die uns hier erwischen, sind wir erledigt. Du stehst wohl auf Gefahr, ha? Voll. Dumm von dir. Es geht nicht nur um dein Leben, Vivi. Ja, ich kam da nicht durch, wo ich durchkommen wollte, Mann. Können wir die nicht ausschalten? Wo ist die denn jetzt hingelaufen, die Frau? Kann das Teil nicht ausschalten? Ich glaube nicht, ne? Der Typ jetzt herkam. Gute Frage. Nächste Frage. Ja, die Drohne kann doch überhaupt nicht ausgeschaltet. Das sehe ich doch jetzt schon. Also wir müssen da wirklich im Stealth-Mode durch, ne? Nichts zum Nachladen mehr. Doch da. Warte. Entschuldigung. Aber jetzt können wir noch, warte mal. Ich bin gerade wie der erste Mensch, ne, beim Spielen hier heute. Also, können wir jetzt hier weiter? Ist doch keine Drohne mehr am Start, ne? Die Missgeburt versucht hier jetzt reinzukommen. Aber ist das jetzt hier irgendwo? Hier ist gelandet. Gebetskette. Dinge, die man braucht. Bist du fünf? Wie fünf? Aber ich, warte mal, hier kann ich doch was einsammeln. Ich brauche langsam echt Nachschub der Munition, ne? So, aber im Endeffekt war es ja gar nicht schlecht, weil... Guck mal, hier sind schöne Sachen zum Einsammeln. So, was haben wir jetzt? Elk Bono Restaurant. Unsere Spezialität, authentisches Tonkotsu-Ramen. Unser Tonkotsu-Ramen verneigt sich zutiefst vor der Tradition. Indem wir das... Ach, pass auf. Wollen wir uns jetzt ein Ramen-Rezept durchlesen? Nein. Willst du etwa Verstecken spielen? Bist du fünf? Aber läuft da noch jemand? Vielleicht. Nenn mich doch nicht so. Vier Rede, zwei Sätze. Nehmen wir. Da ist einer. Komm schon!
nicht! Verfickt! Wir sollten auch mal ein bisschen in Deckung gehen, oder? Na, komm schon, ich hab nicht mehr so viel Schuss. Wrench. Mach das. Ah, ich seh nix. Wechsel doch auf Katana. Warum kann ich heute meine Waffen nicht wechseln? Das gibt's doch nicht. Das ist irgendwas komisch. Komisch. Sehr mutig, sich an so eine Sache ranzuwagen, wenn die so eine Dings haben. Aua. Ich merke. Fotomodus? Ich verstehe einfach nicht, warum ich immer auf diesen Modus rauskomme. Weiß jemand, ob ich den ausschalten kann? Der ist halt auch richtig fail hier am Platz, ne? Ohne Witz. Mach ich. Probier's. So wie sie der Dunkel halt machbar ist. Ist okay? Die kriegen mich nicht! Oh, habe ich jetzt so viel in meinem Inventar? Echt jetzt? Den Punkt hatten wir auch schon lange nicht mehr, ne? Den Punkt hatten wir... Oh Gott, wir haben viel zu viel im Inventar. Wir haben viel zu viel im Inventar. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall aus dem Rucksack was rausschmeißen, Freunde. Ich kann mich doch so schlecht von Dingen trennen. Wir werden... auf jeden Fall... Warte mal, wo komme ich denn in meinen Rucksack ran? Da ist mein Rucksack. Wir müssen irgendwelchen Schrott auf jeden Fall wegwerfen. Pass auf, wir werden jetzt mal so ein leichtes Maschinengewehr einfach zerlegen. Revolver zerlegen. Und... um ein bisschen Platz zu bekommen. Perfekt, okay. Jetzt gucke ich natürlich, ob ich noch was einsammeln kann. Wo ist der Dude denn jetzt? Sag mal nicht, die Overwatch regelt einfach wieder auf anderen Level, ne? Ich liebe diesen überhitzen. Positionen halten! So, da hinten ist auf jeden Fall noch einer. Irgendwo da hinten. Kann ich jetzt noch nicht ausmachen, wo. Ihr umzingelt mich nicht! Warum läuft sie so langsam? Lauf doch schneller, Mädchen. Da. So, aber war da nicht noch irgendwas drunter? Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin heute so langsam, es tut mir leid. Ich bin einfach langsam unterwegs. Aber ich will ja auch alles einsammeln. Nach Möglichkeit. Idealerweise. Wir haben gleich wieder Übergepäck. Ich sehe das schon. Was ist das? Ah, Radio. Kann ich da jetzt unbeschadet? Wir müssen sogar runter. Okay. Ja. Weil im Endeffekt sind es ja auch irgendwelche Komponenten, die wir da gleich einsammeln können. Und vielleicht haben wir auch irgendwelche krassen Waffen noch am Start. Das werden wir uns dann irgendwann mal bei Gelegenheit angucken. Irgendwas ist unter dem Tisch, wo wir nicht rankommen. Ja, sorry, das sah jetzt kacke aus, aber es war einfach schon wieder so dunkel. Es war einfach dunkel. Klaue den Bargist. Ja, pass auf, dann klauen wir den doch. Sie müssen auch entsprechend fahren, ne? Die Verdächtigen wurden in diesem Gebiet gesichtet. Findet sie endlich. Ich habe noch nicht verstanden, wie wir fahren müssen. Ah, dieses Auto lenkt sich ja richtig kacke. Laut und deutlich, Somi. Verrätst du mir mal, was hier für ein Scheiß abgeht? Wir müssen uns an den Plan halten. Elizabeth Crest Street, das ist weiterhin euer Ziel.
Auf den Straßen ist zu viel los. Oh Gott. Kann uns jemand anders schießen? Ihr müsst durch die alten Metro-Tunnel. Die Metro-Station ist unter einer verlassenen Ausstellungshalle. Okay. Ach, fuck, Alter, dieses Auto ist... Werd sie los, bevor es ins Parkhaus geht. Kann irgendjemand schießen? Ich kann nicht, ich muss fahren. Ach, geh doch weg, du scheiß kleines Auto. Ah, da, da, weg. Ah, Mist. Ich häng fest. Nicht schon wieder. Wir müssen raus. Scheiße, wir müssen rennen. Ich hab keine Ahnung, wo wir hin sollen, ne? Hey, fantastisch. Du kannst die nicht zurücklassen. Alter, ist sie jetzt noch da in dem Auto? Ist das jetzt dein Ernst? Wo ist sie denn? Hä, willst du mich trollen? Wo ist sie denn jetzt? Mann. Ernsthaft jetzt? Ja, ich probier's. So die Hauptstraße lang rennen. Falsche Abbiegung. Fuck. Falscher Weg. Falsch gelaufen. Mist. Ja, du sagst aber auch nichts. Oh, Frauen unterwegs, ey. Hä? Naja, wir haben zumindest ein Stück das Auto benutzen können. Diese Dunkelheit, einfach nur diese Dunkelheit, oder wird's nah? Ist sie noch bei mir? Vielleicht? Ich hoffe. So, und jetzt? Sieht sicher aus. Ausnahmsweise mal. Aber hast du hoffentlich auch eine Karre, die funktioniert? Ist da nur Schrott hier. Ich weiß gar nicht, dass Vargas auch so eine Kackautos am Start hat, ne? So, da lagen doch noch ein paar Sachen rum. Die musste ich einfach mitnehmen. So ein Witz. Habt ihr hier alles zerbombt oder was? Wir? Ich bin zum ersten Mal hier. Ich hab so viel Zeug. Genauso. Ich muss. Und ich komme nie wieder, wenn ich nicht. Kannst du kurz aufhören zu reden, Mädchen? Danke. Weil ich muss jetzt schon wieder Sachen aus meinem Rucksack entfernen. Also, dann nehmen wir das und... So, sonst passt das nicht. Sonst bin ich zu langsam. Achso, du bist irgendwo hin. Wo soll ich hin? Verlasse das Parkhaus. Garage? Nee, Eingang. Da soll's hin. Ich verstehe. Ach, Entschuldigung. Sie sagt aber auch nichts, ne? Hallo? Entschuldigung? Komisch, wenn wir nicht miteinander reden, ne? Ist einfach komisch, wenn wir nicht miteinander reden, aber okay. Oh, ja, es geht noch dunkler, ne? Guck mal, irgendwie sieht das ein bisschen aus, als hätte ich so eine kleine, dezente Taschenlampe. Irgendwie ist da. Wow. Sieht aus wie eine Art Museum. Was sind das für Leute? Das Museum des Wunschdenkens. Wo die Reichen mit unerfüllten Träumen gehandelt haben. Das Gebäude sieht noch echt gut aus. Zumindest für Dr. Sind da Leute? Schon seltsam, oder? Vielleicht hat Hansen neue reiche Idioten gefunden. Was sind denn da für Leute? Trödel doch nicht so. Entschuldigung. Aber da stehen Leute. Freund oder Feind? Kennen wir die? Kennst du die? Soll ich meine Waffe wegpacken? Oh, verdammt. Ich komme so da nicht still, ran. Dass man sein Chrom quietschen hört. Aber da ein stehen noch Leute. Zeichen. Meinst du? Ich mag's lieber etwas belebter. Oder ist sie nicht echt? Aber ich hätte schwören können, dass hier jemand rumgelaufen ist.
Da steht doch jemand. Ah, es ist Songbird, oder? Okay, okay. So, jetzt crasht uns mein Kaninchen die Aufnahme. Es läuft doch einfach schon wieder. Der Beginn unserer Zukunft. Seien Sie mehr als nur ein Ergebnis Ihrer Vergangenheit. Werden Sie zum Gestalter der Zukunft. Willkommen bei der Innovationsausstellung Der Beginn unserer Zukunft in Night City. Unsere 14 interaktiven Ausstellungsräume stellen brandneue Tech der besten Ingenieure von Militech sowie geplante und laufende Bauinvestitionen im Bezirk Serenisanz vor. Serenisant? Ist das irgendein Bezirk, den wir kennen? Kennen wir den? Muss man den kennen? Sagt mir tatsächlich überhaupt nichts. Nee, okay, das Ringlicht lasse ich mal aus. Ich probiere es jetzt mal mit den zwei Keylichtern. Vielleicht funktioniert das ja. Werfen Sie einen Blick auf die Tagesordnung der Ausstellung und nehmen Sie an allen geplanten Diskussionsrunden sowie am Unterhaltungsprogramm teil. Unsere Mitarbeiter beantworten Ihnen gern all Ihre Fragen und helfen Ihnen dabei, sich zurechtzufinden. Es gibt keinen besseren Ort als das Hier und keine bessere Zeit als das Jetzt. Denn hier und jetzt beginnt die Zukunft. Gestalten Sie sie mit uns. So ein typischer Werbeflyer, oder? Ah, so Songbird, die ich gesehen habe. Bin echt neugierig, was sie sagt. Okay. Frag du sie doch. Was ist das? Okay. Ah! Ziel war die Stadtsanierung, um Arasakas wachsenden Einfluss einzudämmen. Wie? Militech hat die meisten Projekte hier gefördert. So hat Militech auch Geld in Dogtown gesteckt? So hieß es damals noch nicht, aber ja. Stadtsanierung von Fegen. Ziel war die Entwicklung militärischer Infrastruktur. Können wir alles anmachen? Ich glaube ja nicht, dass du ein wahres Wort darüber hören wirst. Heavy Hearts. Eine glänzende Zukunft. Ja, mit ihrem Geld. Nur schrecken Kriegeinvestoren ab. Mhm. Kriege passieren nicht einfach so aus dem Nichts. Irgendjemand gibt immer die Befehle. Das so war es dann. Niemals die Verantwortung übernehmen. Und dabei liegen hier in dem Raum so schöne Sachen, ne? Da können wir auch nicht rein. Siehst du das? Da. Ach Mist. Durchs Fenster können wir wahrscheinlich auch nicht durch. Und was haben wir hier? Eventage, Resort und Spa. Modell eines hohen Gebäudes in der Form einer traditionellen Münze. Eventage, Resort und Spa. Zweck, Dienstleistung und Unterhaltung derzeit von Mitgliedern einer kriminellen Organisation. Okay. Ein vergoldetes Monument für ein gewisses aufgeblasenes Ego. Ha, das sagt ja die Richtige. Ich will da rein. Verdammt. Gibt's keinen anderen Weg? Songbird? Problem. Kriegst du die Tür auf? Ich will da rein. Moment. Also wir müssen auf jeden Fall in Tickfähigkeit investieren. Ihr müsst die selbst aufbekommen, wie? Na, krempel die Ärmel hoch. Nicht notwendig. 3, 2, 1. Dahinter. Was wartet dahinter? Geht zum Aufzug auf der anderen Seite des Raums. Und es ist schon wieder nach einem dunkel. Von Hensens Warenlagern aus. Wir müssen zum Aufzug, andere Seite des Raums. Erstmal gucke ich mich noch ein bisschen um, ob wir hier Sachen finden, wie hier zum Beispiel. Guck mal, hier ist Munition. Die nehme ich doch auf jeden Fall mit. Da wäre ich doch jetzt doof, wenn ich die hier liegen lassen würde, Freunde. Sofern ich sie eingesammelt bekomme. Mann, sammel es doch ein. Also so ein bisschen kommt es mir an manchen Stellen dezent buggig vor. So, vor allen Dingen ist das auch... Ach, ich komme da nicht ran. Siehst du das? Oh, ich fühle mich hier wie der letzte Mensch, Mann. Also die Ecke war spannend, hier kommen wir leider nicht ran, ne? Okay, von der Seite gar nicht. Ja, doch. Hübsch. Oh, ist hier ein Rechner? Kann ich hier ran? Schade. Alter, wenn hier Sachen rumstehen, werde ich natürlich die Sachen jetzt nicht stehen lassen. Nötigt mich doch nicht ständig, um mich zu beeilen. Mann, so übersiehst du natürlich dann ganz viel.
Guck mal, da ist zum Beispiel auch noch was. Warte, warte, warte. Da hat auch was geleuchtet. Da. Lass uns keine Zeit verschwenden. Ja, doch. Itemkomponenten darf ich aber noch mitnehmen, oder? Ah. Diese komischen Football-Figuren, ne? So, da sind... Ach, guck mal. Aber ich habe ein bisschen Angst, wenn wir so viel Munition einsammeln, weißt du, was das heißt, ne? Das ist ja... Ich komme nicht ran, siehst du das? Ich krieg's auch nicht, dass es mir anzeigt. Also das ist irgendwie richtig wild hier mit... Also dezent irgendwas buggig. Es gibt keine Bugs bei uns. Hashtag CD Red Project. Mann, sammel es doch ein jetzt. Lass uns keine Zeit verschwenden. Ja, doch. Dann hilf mir beim Einsammeln von der Munition. Du siehst doch, dass sie die Kisten nicht aufkriegt. Warum auch immer, ne? Da fragen wir das nicht. Also, mich interessiert... Nee, warte mal, falsch. Mich interessiert... Ja, hier sieht es jetzt relativ knapp aus. Wir haben gerade ein neues Sturmgewehr eingesammelt. Kann das sein? Sidewinder. Schrotflinte ist ja eigentlich eher weniger meins. Weil ich glaube nämlich tatsächlich die Waffen, die ich jetzt bei mir am Start habe. Ach stimmt, wir haben ein Scharfschützengewehr. Vielleicht können wir aber hier irgendwie nochmal was austauschen oder sowas. Da müssen wir nochmal gucken. Okay. Okay, mal sehen. Wie? Hörst du das? Shit, die Wichser haben uns eingeholt. Songbird. Hey, schlechte Neuigkeiten. Hansons Köter haben euch gefunden. Die sind gleich da. Wahrscheinlich wurdet ihr draußen gesehen. Fantastisch. Aber von wo? Was jetzt? Da ist auch eine Kamera. Ich habe eine Überraschung für unsere Gäste. Muss nur noch was anpassen. Kommen, ne? Achtung, Feindkontakt! Beschäftigt sie bitte kurz, okay? Machen wir. Wir müssen die beschäftigen. Song hat einen Plan. Also ein bisschen was an Schuss war jetzt mit am Start. Ich nehme jetzt mal einen Synapsenburner. Das sollte eigentlich funktionieren. Die kriegen mich nicht! So, dann haben wir da noch einen. Gehe in den Nahkampf! Ich hätte jetzt voll Bock auf Katana-Action. Achtung! Scharfschütze! Aber der ist halt schon krass, ne? Aber den kriegen wir auch so. Kriegen wir den so? Komm, ein bisschen hier. Ach, den kriegen wir doch auch so. Ah, knapp aber. Okay, das ist der nächste. Jetzt die Katze am Dampfen, Songbird. Bin schon dabei. Haltet durch. Wow. Deckung, Deckung, Deckung. Alter, es ist so dunkel im Kuharsch. Wie im Kuh. Ich sehe überhaupt nichts. Ja, die Dunkelheit, die sackt mich ja echt ab, ne? Ohne Witz. Die Dunkelheit, die sackt mich richtig ab. Warum sind das so viele? In die andere Richtung. Bisschen Deckung hier. Mach ich doch! Aber wenn sie so episch lange braucht zum Nachladen, dafür kann ich ja nichts. Können wir das mal bitte festhalten, dass sie ja einfach echt lahmarschig ist? Oh, fuck off! Mann! Ich hasse es einfach. Was ist denn hier los? Fuck. Mann! Scheiß die Wand an. Vor allem das Problem ist, ich muss gleich eine neue Aufnahme machen und ich habe gleich keine Energie mehr. Ich lasse sie jetzt mal sterben, vielleicht. Ja, ja, ich lasse sie mal kurz sterben. Oder? Ich hasse es gerade, ne? Mir ist dezent warm, Ladies and Gentlemen. Wir werden in der nächsten Folge weitermachen. Ich weiß, das war eine ganz grauenvolle Folge. Aber mich nervt einfach, dass es so unfassbar dunkel ist und dass du nichts siehst. Dass du einfach nichts siehst. Und jetzt... drippe ich noch mal eine Runde gegen Ende.
Ja, das ist einfach so unfassbar dunkel gehalten ist. Ich meine, das ist kein Horrorgame. Ich brauche jetzt nicht so eine Dunkelheit, dass du nichts siehst. Und das hatten wir davor ja auch nicht. Also von daher, schaltet sehr, sehr gerne in die nächste Folge ein, Ladies and Gentlemen. Ich würde mich freuen. Und bis dahin, genießt den Tag und seid ein wenig dirty dabei. Und sorry, wenn es halt hier so kacke aussieht, aber es ist einfach zu dunkel. Mir ist es zu dunkel. Sorry.